So, herzlich willkommen zurück zu Creator Server Let's Play. Ist ja alles richtig? 6, 7, 8. Ah, doch. Okay. So. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt doch alles. So, herzlich willkommen. Sehr schön. Okay. Go. So, was wir tun machen heute. Ich meine, alle, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, was wir jetzt machen. Und zwar wie die Verrückten Lava abbauen, damit wir dann wie die Verrückten Sulfat abbauen können. Yes, we can. Finde ich geil, finde ich krass, finde ich ultra genial. Lange genug hat es gedauert. Von daher, okay, legen wir einfach mal los. Na komm, 96, 97, 98, geht doch. So. Zum Glück geht das Abbauen ja hier mit dieser Rainbow-Ohr-Kacke relativ schnell. Auch wenn wir dafür davon ganz viel verbrauchen werden. Aber naja. Was tut man nicht alles für ein bisschen Sulfat? Und schon ist die Spitzhacke wieder kaputt. Wir werden ja ein bisschen was brauchen hier. Von daher. So. Oh, apropos, wir was brauchen. Wir brauchen mal ein bisschen Nahrung hier. Im Wasser essen. Na genial. Wollte ich gerade richtig? Ah, ja, fast. Ich hätte hier schon gerne ein bisschen heller. Wir brauchen mehr Fackeln. Wo ist meine ganze Kohle hin hier? God damn it. Dankeschön. So. So. Fackeln. Ich baue einfach mal hier eine hin, dann baue ich mal hier eine hin, baue ich mal hier eine hin, hier eine hin. So, dass wir mal ein bisschen Baubeleuchtung hier haben, ne? Kann ja nicht haben. Als Wichtige ist halt, im Wasser ist es heller als ohne Wasser. Ist ein bisschen krank, aber ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Habe ich so nicht erfunden. Wow. Achso, dachte gerade schon hier. Die Frage ist, will ich in Lava überhaupt noch Schaden bekommen? Jetzt mal no joke. Ich meine, solche Sachen wie Fallschaden werden komplett absorbiert. Wer weiß, vielleicht wird das auch für Lava. Ha. Müsste man einfach mal probieren. Vielleicht. Wir kriegen echt keinen Schaden. Wir kriegen keinen fucking Schaden. Lol. Okay, das ist ein bisschen genial. Wir können einfach im Lava schwimmen.
Ah, das ist traurig. Ist das gerade dumm oder ist das dumm? Warum gefriert das nicht? Boah, Alter, so viel Sulfat. Ey, wir werden sterben vor Sulfat. Wir werden eine Sulfatvergiftung bekommen. Okay, jetzt ist langsam dunkel. Also Sulfat ist auf jeden Fall reichlich, wenn man findet. Ich finde das irgendwie voll witzig, dass man in Sulfat, im Wasser mehr sieht als ohne Wasser. Ne? So ist einfach alles dunkel, ne? Und jetzt. Bumm, kann man richtig schönes Sulfat. So kann man richtig schönes Sulfat sehen. So kann man alles sehen. Ich meine, gut, bei euch in YouTube wird es wahrscheinlich trotzdem scheißdunkel sein. Einfach weil YouTube doch sein Übriges tut. Ich gehe mal ein bisschen mehr zu Licht. Wo ist denn Licht? Ja, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Kann mir jemand sagen, wo ich gerade bin? Oh, guckt euch das an. Alter. Okay, man kriegt also doch ab und zu Schaden. Oh. Hä? Bin ich denn gerade? Ach, ich bin unter dem Ding. Oh, lol. Gut. Ja, wir sind gerade erfolgreich in Lava gestorben. Weil wir jetzt gerade mit einmal doch drastisch Schaden bekommen haben. Finde ich gerade ein bisschen witzig. Okay, man lernt halt nie aus. Gut, also ab in die Höhle des Löwen. Und Sachen wiederholen. Brauchen wir aber eine Spitzhacke für. Wir brauchen eine Spitzhacke. Haben wir keine? Dann nehmen wir am besten mal eine. War eine aus dem Backpack. Da haben wir welche, glaube ich. Genau. Kann die auch mal hier komplett raus? Und ja, wobei doch. Eine kann ich drin lassen. So, powered by sicher ist sicher. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Wassereimer. Haben wir keinen mehr? Nö. Na gut, dann nehmen wir auch den aus dem Backpack. Achso, das ist er doch. Und dann haben wir eigentlich alles. Siehst du, unser Notfall-Backpack ist genau, macht genau das, wofür es da ist. Ist doch easy. Ich lasse dich mal so, können wir die Spitzhacke später wieder dahin packen. Was brauchen wir noch? Merke ich nicht. Ach, siehst du, unsere Sachen, die Sachen hier, sie sind sogar ne, heile geblieben. Gut, ich meine, der 100er Stack Rainbow Ore, der ist natürlich da noch drin. Den werden wir natürlich auf jeden Fall holen, ganz klar. Shit. Achso, ja, gut. Mein Fernglas ist natürlich auch weg. Ernsthaft jetzt? Willst du mich da gerade verarschen? Wo bin ich gerade hängen geblieben? An deinem Arsch oder was? Ernsthaft. Yay! Das ist so bescheuert, ey. Halt! Bleib bei mir! Ach, wieder hochlaufen. Aber wir waren fast da. Habe ich da gerade Diamant gesehen? Den habe ich letztens schon gesehen, ne? Und den nicht wiedergefunden. Kann das sein? Komm zu mir!
Dankeschön. Was war das denn? Ah ne, ist kein Diamant. Bloß, Zink. Weg mit dir. Muss keiner wissen, dass wir gestorben sind. Weil ich hier noch schnell die Fackel neu platzieren. Fällt keinem auf. Oh, der Sache ist, wenn es jetzt ein Monster angreift, ne, dann werden wir jetzt gerade ein bisschen ungeschützt. Wow, wieder genau da passiert, wo ich sie gerade abgenommen hatte. Eigentlich wollte ich sie ins Tier platzieren. Hat aber keiner gemerkt. Okay, also so einfach Langlauf ist der Weg echt kürzer als gedacht. Dann kam es mir nur so lang vor, weil ich halt den Weg erstmal graben musste. So, wo sind wir gestorben? Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Wahrscheinlich hier. Da mache ich mal da Lava hin. Weißt du, jetzt suchen wir nicht nur Sulfat, sondern auch meine Sachen. Ach so, scheiße, jetzt wird die ganze Lava kalt. Und die ganzen Fackeln fallen ja alle ab. Oh, Mann, das Spiel hasst mich. Kannst du bitte hell sein? Da kommt jetzt eine Fackel hin. So, am Dach kann die jetzt nicht runterfallen. Wobei, bei meiner Spielweise garantiert schon. So. Wo habe ich jetzt angefangen hier zu bauen? Och, ich blicke nicht mehr durch. Hier? Ja, hier. So, ich pack jetzt immer gleich zwei mit einmal, einfach weil wir ja, ne, beim Versuch nach oben durchzukommen gestorben sind. Und dementsprechend müsste der Block genau auf der Höhe sein, dass man ihn dann hier sehen würde. Ah, da ist er doch. Tada, schon haben wir alles wieder. Sehr schön. Mal hoch hier. So, boah, Alter, wir haben einfach schon zwei Stacks Kacke. Okay, jetzt bitte ihr wieder zurück. Danke dafür. Du kommst damit rein. Moment schon mal. Damit rein. Jo, easy. So. Und ich baue jetzt einfach doch die gesamte gesamte Lava ab. Es wird lange dauern, ich weiß, aber es ist die sicherste Methode, um an Sulfat ranzukommen. Ich meine, mittlerweile haben wir wirklich genug Sulfat. Wie gesagt, wir haben fast zwei Stacks. Ich verstehe nur nicht, warum wir erst gar keinen Schaden von Lava bekommen und dann dreimal so kurz hintereinander. Weil das war eigentlich der Grund, weswegen wir gestorben sind. Weil wir halt erst ewig keinen Schaden genommen haben, deswegen ich dachte, okay, die Rüstung hält gegen Lava. Und dann aber haben wir mit einmal gleich dreimal direkt dann hintereinander bekommen, also kurz hintereinander. Und damit schneller, als ich wieder auftauchen konnte, weil wir ja unterhalb von Obsidian waren. Ja, und das hat uns dann ja gekillt. Dumm gelaufen, muss man einfach mal so sagen. Aber gut. Hat ja auch niemand gesagt, dass Lava dazu gedacht ist, um darin rumzuschwimmen, ne?
So, wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Ich würde mal sagen, wir kamen uns hier einfach ein bisschen noch so ein bisschen lang. Upsi. Wie kommt da war von oben? Wie kommt nie dahin? Alter, so viel schöne Lava. Okay, die wird sich jetzt scheiße verteilen. Ich mach mal hier so zu. Sieht aus wie so ein Trümmerfeld, Alter. Nein, nicht schon wieder sterben, bitte nicht. Was ich hier gerade mache, ist einfach so ultra dumm, ey. Aber das macht halt ultra Spaß. Ich weiß ja auch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Ich glaube mal, wir haben mittlerweile echt mehr als genug Kacke. Ach nö, gerade mal ein Stack bekommen, also das geht besser. Nichts zu essen, könnte auch mal was. Achso, siehst du, was wir auf jeden Fall mal machen? Das wegpacken. Tja, jetzt traue ich mich irgendwie nicht mehr wieder reinzugehen, ne? Nach unserem letzten kleinen Unfall. Oh, da ist noch ein bisschen was. Da ist auf jeden Fall hier noch. Hier drunter ist auf jeden Fall noch was. Die Frage ist, wie kommen wir da am dümmsten hin? Das wäre genau hier, ne? Alter, vor allem halt eben. Wir kriegen halt einmal gleich 7 Schaden. Es ist nicht gerade viel. Nicht gerade viel, klar. Nicht gerade wenig. Kann man immer diese Kaklava hier abschalten? Hast du später Zeit? Später. Später, ja. Mache gerade Aufnahme. So, wie gehen wir jetzt vor? Wie kriege ich die Lava hier unten am dümmsten weg? Ich würde mal sagen, ich nehme dich auf jeden Fall erstmal mit. Vielleicht kann ich dann mit dir irgendwas sinnvoll. Hä, wieso habe ich hier zweimal Wasser? Ach ja! Der eine Eimer ist ja gar nicht von hier, der ist ja von da. Oh mein Gott! Ach du Scheiße. So, und jetzt haben wir hier nochmal Wasser. Nehmen wir auch mit. Auch mehr. Weg. Da ist unser Eingang. Den müssen wir irgendwie wieder frei bekommen. So. Weißt du was? Mal einfach hier so direkt. Da kann ich hier noch mal ein paar Fackeln ransetzen. So, und jetzt sind wir hier unter dem Lava. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich hier am dümmsten die ganzen Scheiß wegbekomme. Ich probiere jetzt mal was. Okay. Bevor ich jetzt die Wasser verschwende, ich mache mal etwas. Obwohl, das geht ja auch direkt. Ah, wow, Alter, ich bin so intelligent. Ich mache jetzt hier Wasser hin. Und ich mache. Ja, okay. Schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Lava auch da drüber kühlt. Müsst ihr eigentlich. So.
Ich mach mal hier ganz schnell N plus Wasser. Mist, ich komme da gar nicht, runter. Wie lass mal mit runterkühlen? So. Dann halt so hier. Danke. So, jetzt habe ich hier Endloswasser. Dieses Endloswasser kann ich jetzt abschöpfen, wenn ich da drunter stehe. So, einmal danke, einmal danke. So, jetzt habe ich ganz viel Wasser. Und das Wasser kann ich jetzt hoffentlich dafür benutzen, hier die ganze Lava, aber es scheint nicht zu funktionieren. Das ist natürlich schade. Okay, dann anders. Dann gucken wir mal wie folgt. Ich mache hier und da. Nee, das geht so nicht. So. Ich mache hier einmal Wasser rauf. Und... ja, nee. Halt, ernsthaft jetzt? Weg mit dir. Oh, ich sehe nichts mehr. Achso, na gut. Hier eine Fackel machen, macht natürlich gar keinen Sinn. So, jetzt habe ich da einmal Wasser drauf und jetzt mache ich noch hier Wasser drauf. Hopp. Jetzt haben wir hier in der Mitte wieder endlos Wasser. Kann ich wieder abschöpfen. Und das Wasser kann sich jetzt einfach zu den Seiten hin ausbreiten. Wobei nicht wirklich, dann muss ich erstmal zubauen. So, jetzt kann ich hier abbauen. Weißt du was? Ich mach mal sogar noch besser. Ich mach direkt mal da Wasser hin. Und da Wasser hin. So, dann kann ich nämlich die Reihe auch noch abbauen. Muss ich so aufpassen mit Atemluft, dass mir die nicht knapp wird irgendwann. Aber das ist ja scheißegal. Atemluft braucht eh keiner. Wow. Ständig den Wechsel zwischen Blau und Rot. Wow. Kannst du bitte mal da hinten bleiben, lieber Herr Lava? Oh. Okay, ich glaube, das lassen wir erstmal so stehen. Das wird mir gerade ein bisschen zu chaotisch. Könnt ihr mal die ganze Obsidian abbauen? Ernsthaft jetzt? Kommt die Kacke jetzt schon wieder her? Lava Marsch! Oh! Ach so. Ich glaube, wir sollten die Lava einfach doch von oben abbauen. Da sind wir schneller. Alter, wie kommt die ganze Lava hier runter? Ist die bekloppt? Ich habe gerade zweimal Schaden. Ja, ich habe gerade zweimal Schaden bekommen, Alter. Was ist denn hier los? Okay. Also das mit dem, wie oft man Schaden bekommt, ist doch nicht einfach nur zeitabhängig, sondern auch zufallsabhängig. Ist ja, Alter. Kriegst ja direkt Angstzustände hier. Gut, aber ich würde mal sagen, das sollte erstmal reichen an Sulfat. Das wird mir gerade ein bisschen zu bekloppt. oh. Bitte jemand bitte zumachen. Ich habe Stein. Habe ich gerade weggepackt.
So. Hier habe ich jetzt soweit Ruhe. Gut, ich habe jetzt hier unten immer die ganzen Wassergeräusche. Wasser AD. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder heim. Und dann räume ich mal die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade alle abgebaut haben, und sie erstmal weg. Das heißt, erster Abstecher ins Lager. Beziehungsweise halt. Wir räumen erstmal. Wir haben ja hier auch haufenweise Scheiße in den Kisten. Was auch direkt mit ins Lager kann. Von daher nehme ich das Ganze auch mal mit. Noch was? Ja, die Erde zum Beispiel kann ins Lager. Der ganze Silversand. Und das war voll. Okay. Ihr kommt weg. Dafür kommt ihr raus. Weil ihr könnt hier in die Kisten rein. Du kommst weg, du kommst weg. Ihr auch erstmal. Du auch, du auch. Du auch. So. Du kannst denn da oben mit rein. Genauso wie du. Du. Scheiß hier, wovon ich hier massig drin habe, raus. Mal ein bisschen auf bei mir, ne? So, Knochen können wir eigentlich direkt verarbeiten. Zu Knochenmehl. Wobei, habe ich Knochenmehl überhaupt gelagert? Jetzt habe ich es gelagert. So. Die Wassereimer. Die kommt bitte wieder zu ihren Ursprungspositionen. Also du nach da. Was fehlt denn hier? Ach, die Blaubeeren. Nein. Oder waren hier Blaubeeren? Kann das sein? Eigentlich hatte ich nur einmal Verpflegung drin, oder? Moment mal, habe ich jetzt hier irgendwas rausgenommen und dann woanders reingepackt? Was haben wir dreimal Verpflegung drin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich Blaubeeren drin waren. Ist doch egal. Ach was, so viel dann brauche ich da drin gar nicht. Okay, das heißt, der Rest, den ich jetzt bei mir rumschleppe, da kann ich gucken, was davon ins Lager kann. Das hier würde ich gerne erstmal aussortieren. Wobei, dann müsste ich erstmal meine Tasche aufräumen. Oh Gott. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, da, du kommst noch da. So. Oh, alter Sulfat. Sulfat, ja, Sulfat, ihr Bitches. Sulfat. Ja, dann können wir wohl irgendwann mal doch anfangen, also nächste Folge oder so, dann anfangen Batterien zu bauen. Hä? Habe ich jetzt irgendwas reingepackt, was hier gar nicht reingehört? Ich weiß es nicht. Wenn hier irgendwas drin ist, was hier nicht reingehört, werden wir das irgendwann mal merken und dann können wir es immer noch rausnehmen. Von daher, scheißegal. So, okay. Dann kommt in die Blöcke-Kiste alles, was blöckemäßig reingehört. Und der Rest kommt ins Lager. Sehe ich das richtig? Ja. Hier ist Silbersand, Silbersand. Okay. Diese Köter draußen schon wieder. Die gehen mir halt hart auf den Sack.
So. Und einmal aktivieren. Wie romantisch. Moment mal, da bewegen sich immer noch ein paar Blöcke hin und her. Warum das denn? Oh, weil Silbersand voll ist. Oh, weil mehrere Dinge. Ach nee, halt. 7% voll, 6% voll. Ach, dachte gerade schon, hier ist was voll. Alter. Aber warum? Weil da ist gerade was zurückgekommen. Oder habe ich mich einfach nur verguckt? Ah ne, kann sein, dass ich mich gerade verguckt habe. Na gut. Okay. Nein, das da. Yuchin, dann. Ich würde sagen, machen wir mal Folgenpause hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.